Herzlich willkommen zu einem Shop-Video. Wenn euch Videos hier auf dem Kanal gefallen, ihr in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei. Dort werden natürlich am Samstag auch das Live-Event livestreamen. Ist ja auch gar nicht mehr so lange jetzt hin, obwohl es ja eine Woche verschoben wurde. Ich habe auf jeden Fall schon richtig gehypt darauf. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt allerdings den Item-Shop an. Und dort haben wir heute wieder den Aura-Skin drin. Und der hat ja mittlerweile auch einen weiteren Stil bekommen, nämlich den Winterjährungsstil. Ist ja so einer der beliebtesten Skins, die es überhaupt in Fortnite gibt. Also neben Dynamo wird der, glaube ich, am häufigsten gespielt. Ist mittlerweile aber gar nicht mehr so extrem krass. Also es ist ein bisschen weniger wenigstens geworden. Dann gibt es noch den Beutebeutel als Backpack dazu. Dann die Diamant-Schädel-Spitzhacke. Dann haben wir natürlich noch eine männliche Version davon, nämlich den Guild-Skin. Hier natürlich auch einmal noch die Winterjäger-Variante. Dann haben wir noch den Blinkbeutel dazu. Und dann war es soweit auch schon mit dem ersten Set. Dann habe ich als nächstes den Magengranate-Skin. Hier haben wir natürlich zwei verschiedene Stile. Einmal den Standard und dann den Schimmer-Stil. Und dann noch die Treibhaustomate, hier wieder genau das gleiche, Standard und den Schimmerstil. Dazu gibt es dann noch die Stachelklatscher-Spitzhacke und dann noch den rostigen Pizzaschneider. Dann haben wir als nächstes hier wieder den Oblivion-Skin. Das stand irgendetwas mit wieder da. Das heißt, er war wahrscheinlich seit einer relativ langen Zeit nicht mehr im Shop. Wenn es sehr, sehr lange nicht mehr im Shop war, wird es wahrscheinlich so oder so im Titel stehen. Ich glaube allerdings, dass er eher so Richtung 200 Tage nicht mehr im Shop war. Ich weiß es allerdings, wie gesagt, nicht. Dann haben wir auf jeden Fall noch den Kriterion-Skin. Das ist ja im Prinzip hier die weibliche Version vom Omega-Skin aus Season 4. Und das ist die weibliche Version vom Carbide-Skin aus Season 4. Dazu gibt es dann noch den Terminus-Gleiter. Und dann war es das auch soweit mit dem Set. Dann haben wir als nächstes noch den Sanctum-Skin. Dann die Wüsten-Nominierin. War, glaube ich, schon relativ lange tatsächlich nicht mehr im Shop. Dann haben wir noch den Puh-Emote. Dann die Zündkerzenkünstlerin, dann den Oldschool-Emote und als letztes noch den Hüftschwung-Emote. Das war's dann schon mit diesem Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.